Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und zwar zeige ich euch heute, wie man ein cooles 5x5 Schlafzimmer in Minecraft bauen kann. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Was ich eigentlich immer ganz cool finde als Schlafzimmer und was ich auch sehr gemütlich finde, ist so eine Holzverkleidung. Deswegen habe ich das jetzt hingemacht. Und dazu passen natürlich dann auch Teppiche. Das ist das Erste, was wir machen. Und wir tauschen hier einmal ein bisschen so die Seite mit Teppich aus. Und die hier auch. Ich finde, Rot und Schwarz kombinieren sich immer ganz gut, deswegen benutze ich die jetzt einfach mal in diesem Beispiel. Aber wie immer, die Blöcke sind natürlich nicht Pflicht, die könnt ihr euch ja überlegen, wie ihr möchtet. Und was eigentlich auch immer ganz cool ist, ist ein kleines Fenster. Das hauen wir mal da rein. Nehmen dann schwarze Fenster, weil das halt so ein bisschen zum Farbschema hier besser dazu passt. Und was auch ganz cool ist, wäre hier in der Ecke so ein kleiner Kamin, sage ich mal. Und das werden wir auch machen. So, brauchen wir dafür erstmal ein Lagerfeuer. So, und dann nehmen wir mal ein paar verschiedene Steine. So, hoppala, der sollte noch da. Die müssen irgendwo, ja, die Stufen hier meine ich. Ne, die meine ich nicht. Die nehmen wir auch noch mit. Und dann nehmen wir noch das und das. So, wunderbar. So, also wir machen es jetzt folgendermaßen. So machen wir, oh ne, warte, ich brauche doch noch welche. Upsi, upsi, da, die will ich auch noch haben. So, das hier wird jetzt quasi unsere Feuerstelle. So, machen wir hier das Lagerfeuer schon mal hin. Hier hinter machen wir jetzt ein paar Blöcke nach Wahl. Also natürlich wäre am besten irgendwas, was nicht Holz ist, einfach damit es ein bisschen logischer ist. Weil würde man da jetzt Holz machen, wäre das natürlich ein bisschen komisch. Ich meine, es gibt ja nicht wirklich einen Kamin aus Holz, glaube ich. Was wir dann machen, ist, dass wir hier so ein bisschen so eine Tür formen quasi. So in etwa. Es sieht dann so aus, als wäre das hier so der... der Ort, wo man dann halt Holz nachschmeißt und das anzündet und so weiter. Und oben machen wir dann so einen kleinen Schornstein daraus. Und zwar ungefähr so. Das sieht ja schon mal ganz cool aus. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich nachher am Haus oben auf dem Schornstein auch nochmal so ein Ding bauen. Dann würde das nämlich auch noch qualmen. Das ist natürlich auch immer cool, aber wir lassen es jetzt erstmal so. Und ja, denn was natürlich auch noch sehr wichtig ist, ist ein großes Bett. Und dafür nehme ich jetzt mal diese Blöcke hier und natürlich ein rotes Bett. So, zack. Und was auch immer ziemlich cool kommt, ist, wenn man das so ein bisschen umrandet, das Bett quasi. Also so zum Beispiel. Das sieht dann halt ein bisschen mehr aus als einfach nur dieses normale Minecraft-Bett. Was natürlich auch schon ganz cool ist, aber so sieht es natürlich noch ein bisschen besser aus einfach. So, für die Decke habe ich mir überlegt, dass man hier so einen Balken sehen könnte und hier vielleicht auch nochmal. Das ist einfach so ein bisschen cooler. Und dann machen wir natürlich, wie ich es eigentlich immer mache, so eine kleine Umrandung, wo außen dunkle Holzstücke sind. So in etwa. Und dann die innere Seite quasi mit etwas hellerem Holz ausgeschmückt wird. So, dann haben wir hier schon mal einen ganz coolen Effekt. So, dann brauchen wir natürlich eine Lampe, weil das Feuer wird ja irgendwann ausgehen und da braucht man ja trotzdem noch Licht, wenn es geht. Und dafür nehmen wir am besten wieder hier die gute alte Laterne. Die passt eigentlich immer überall rein. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu tief. Machen wir es mal so. Ja, so geht es auch schon viel besser. Und um das Ganze noch ein bisschen gemütlicher zu machen, kann man hier jetzt auch noch einen Tisch bauen mit einer Blume drauf. Ich nehme einfach mal hier eine Rose. Und den Tisch machen wir aus dem dunklen Holz, also aus dem ganz, ganz dunklen. Das meine ich, genau. Und da können wir noch ein Bild an die Wand hängen, denke ich. So. Den Tisch machen wir noch hier. So, zack, hier kann man dann seine Klamotten quasi rauf tun. Hier ist eine Blume. Und an die Seite machen wir ein wunderschönes Bild von Kyokre. Was habe ich noch? Kenida liest nicht so cool. Nehmen wir Kyokre. So, und ja, das wäre eigentlich das Zimmer, was ich mir so überlegt habe, weil im Schlafzimmer ist eigentlich nicht so viel Funktionales. Und dafür sieht es aber relativ gemütlich aus und ich denke, zum Schlafen in Minecraft wird das reichen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt die Inspiration bekommen. Und wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal gerne Hashtag Schlafzimmer in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, ja, es hat euch gefallen. Haut rein, Jungs und Mädels und Haustiere. Ciao, ciao.